Hallo und schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Ich bin der Benny und in diesem Video soll es mal um die Quest Die Legende von Tadayori gehen. Ist Teil der mythischen Geschichten. Bekommst hier eine extrem geile Belohnung, wenn du die Quest abschließt. Eine sehr, sehr mächtige, eine sehr, sehr starke Rüstung. Wie du die Quest abschließt und alles Wissenswerte zu der Quest, das schauen wir uns jetzt mal an. Und los geht's. So, ich zeige dir jetzt als erstes, wo ich das Triggern der Quest ausgelöst habe. Du siehst ja dieses kleine Haus, da marschiere ich rein. Ich werde es dir natürlich gleich nochmal direkt auf der Karte zeigen. Teilweise ist das Problem einfach bei den mythischen Geschichten, dass man nicht ganz so genau weiß, wo kann man sie überhaupt auslösen, wie triggern dann diese Geschichten. Also das Ganze ist hier drauf. Du siehst hier Karte aktualisiert nach dem kleinen Gespräch, wo man hier auf Tadayori aufmerksam gemacht wird. In Isohara natürlich, in der ersten Region. Und hier siehst du dann rechts von mir die Quest. Also hier ist der goldene Tempel, ganz mittig. Und da ist die Quest, die Legende von Tadayori. Und ich befinde mich kurz davor, hier in diesem kleinen Haus, ein Stückchen über der Tsutsu-Ebene. Da habe ich hier dieses Gespräch geführt mit der Frau. Und dadurch ist dann hier eben die mythische Geschichte ausgelöst worden, getriggert. Dann kann man das Ganze hier natürlich ganz klassisch anwählen. Ich werde das Ganze wie immer jetzt hier kurz und gebündelt zur Verfügung stellen, die alle wichtigen Sachen hier zeigen. Hier kommt natürlich jetzt ein relativ langes Gespräch. Und hier siehst du jetzt die erste Location. Ja, der Marker wandert dann hier ein bisschen natürlich. Hier siehst du dann die Legende von Tadayori, hast dann wieder dein klassisches Untersuchungsgebiet letztendlich und dann befinde ich mich hier direkt an dieser Kreuzung. Also du siehst hier diese Gabelung, geht einmal nach oben, nach unten, nach links und nach rechts. Ich befinde mich hier genau in der Mitte, eigentlich ein ganz kleines Stück unter der Lupe. Ja, und dann sieht man hier schon wieder die lilafarbenen Blumen. Kann man dann wirklich hier ganz klassisch eigentlich folgen letztendlich. Lila Krone heißt hier auch der Ort. Hier reitest du dann ein bisschen hoch. Also ich denke hier, die Location ist an sich nicht wirklich schwer zu finden, wenn du hier ganz einfach der Map folgst, dem kleinen Lupen-Icon. Dann kannst du dir die Gabelung merken, wo es wirklich in alle vier Richtungen geht auf der Map. Und dann solltest du hier eigentlich keine Probleme haben, diese Location hier zu finden. Dann untersuchst du hier jeweils ganz oben, wenn du angekommen bist, erhältst dann hier das erste Gemälde. Dann siehst du sofort hier wieder so einen kleinen Eingang, wie eine Art Höhleneingang. Und der befindet sich eigentlich direkt hinter dir, kannst ihn hier schon sehen. Ein Stückchen links eigentlich hier auf der Aussichtsplattform. Also ganz geradeaus. So sieht das Ganze schon relativ gut aus. Da musst du hin, da wo ich jetzt mit dem Bogen drauf ziele, beziehungsweise drauf schieße. Da ist jetzt das nächste Ziel. Hier kann man es nochmal gut abgleichen mit der Karte. So, hier befinde ich mich jetzt. Ich habe es jetzt hier so gemacht, dass ich mich mal vor den Fluss gestellt habe. Auch hier kannst du natürlich wieder, siehst du hier wieder diesen Marker, ein Stückchen rechts neben der Lupe und ja, vor dem kleinen Fluss letztendlich. Da starte ich jetzt, damit du hier wirklich einen ganz genauen Überblick hast, wo ich mich befinde. Also rechts neben der Lupe, direkt vor dem Fluss hier eigentlich. Kann man sich dann sehr, sehr gut einprägen. So, dann reite ich jetzt hier einmal drüber. Und hier siehst du dann sofort auch wieder, wird sofort alles lila. Kannst du dann folgen hier den Blumen die ganze Zeit geradeaus. Und dann wird es jetzt hier gleich gegebenenfalls ein bisschen tricky. Da musst du ein bisschen aufpassen. Also musst hier den Blumen folgen. Ganze Zeit geradeaus. Und dann kommt jetzt gleich hier so ein kleiner Durchschlupf, wo du durch kannst, ganz einfach zum nächsten Ziel. Hier siehst du es. Also ich bin eigentlich die ganze Zeit immer, hatte immer 12 Uhr im Blick, ganze Zeit geradeaus geritten. Jetzt geht es hier einmal durch. Mit R2. Und das ist dann schon Tadayoris Ruhestätte. Folgst eigentlich dem Weg, ist relativ linear und wenn du dann jetzt hier oben gleich bist, musst du einmal rechts abbiegen. Genau, hier könnte man jetzt theoretisch in mehrere Richtungen, hier geht es einmal nach rechts, einmal mit ein bisschen Anlauf drüber springen. So, und dann sind wir hier gleich schon da, da musst du dich hier noch durch die kleine Felswand quetschen. Ich glaube, das Ganze muss man hier nicht untersuchen, ich bin da nochmal ein Stückchen zurückgegangen, ist aber glaube ich unwichtig hier. So, und hier sind wir dann an der Ruhestätte, also ganze Zeit geradeaus. Er gibt es jetzt hier auch nochmal an, Tadayoris Ruhestätte. Läufst die ganze Zeit geradeaus, dann das gleiche Spielchen wie gerade. Du musst hier einmal die verschiedenen Sachen untersuchen, was dann hier eben eine Cutscene auslöst. Hier kannst du einmal mit R2 untersuchen mittig und dann noch einmal links und einmal rechts kannst du dann jeweils noch hier
weiter untersuchen. Hier gehe ich jetzt einmal nach links. Das Räucherwerk der Lila Krone. Genau, dann untersucht er hier das Räucherwerk. Und dann geht es hier nach rechts noch. Dritte Möglichkeit, die du untersuchen kannst. Hier das Wappen. Und das Ganze löst dann hier auch eine kleine Sequenz aus. Da sieht man schon, wir bekommen jetzt Besuch. Ich habe das Ganze hier natürlich rausgeschnitten. Ist so ein kleiner Mini-Boss-Fight. So nenne ich es mal. Aber relativ einfach. Möchte ich die jetzt hier nicht großartig langweilen. Hier siehst du nochmal die letzten drei Hiebe, wie ich hier drauf kessel. Dann ist das Ganze erledigt. Dann folgt hier auch eine kleine Cutscene. So, und das ist jetzt hier eigentlich das Schwierigste. Ich kann dir jetzt persönlich erstmal empfehlen, dass du hier nach unten reist, in die Asamoah-Bucht. So, und dann befinde ich mich ein Stückchen rechts davon. Du siehst eigentlich von der Bucht hier, von dem Gebiet, siehst du dann gleich den Eingang, wo ich mich befinde. Ich befinde mich jetzt hier relativ rechts, relativ weit rechts noch von der Lupe. Hier siehst du nochmal den Eingang. Ja, zum Schnellreisepunkt. Dann kann man es relativ gut finden. Hier das offene Meer und der Strand. Da kannst du dich dann relativ gut orientieren eigentlich an der Seite. Ist dann sehr, sehr einfach zu finden, denke ich, hier von der Asamoah-Bucht aus gesehen. Wie gesagt, Strand, das offene Meer. Da habe ich mich jetzt befunden, direkt am Eingang zu diesem Gebiet. Bin dann umgedreht. Und dann reitest du letztendlich einfach nur hier hoch. Hast du gesehen. Ganze Zeit hier immer schön hoch. So hoch, wie es geht. Und dann befindest du dich hier eigentlich letztendlich auch am Ziel. Hier siehst du sofort wieder auch die lila Blumen. Hier ist jetzt alles schon wieder wunderbar. Dann weißt du, du hast hier die richtige Fährte. So, und jetzt kommen hier nochmal zwei etwas größere Gegneransammlungen. Da musst du natürlich ein bisschen aufpassen. Ich bin jetzt hier noch relativ früh im Game. Dadurch muss ich immer noch so ein bisschen aufpassen. Jin ist bei mir noch nicht so ganz heftig gelevelt. Ist aber alles in Ordnung. Ich habe es jetzt hier direkt herausgefordert. Da kann ich jetzt hier erstmal drei direkt relativ einfach eliminieren. Da kommen jetzt hier noch ein paar mehr Gegner. Und hier musst du immer aufpassen, hinter dir auf 12 Uhr von mir aus gesehen, beziehungsweise vom Charakter gesehen aus jetzt, befindet sich hier die Zielperson. Du siehst, wie jetzt hier der Barbar schon griffig zu ihm stiefelt. Du musst ihn hier beschützen, ja. Das habe ich das erste Mal nicht so ganz gut hinbekommen. Da musst du wirklich ein bisschen aufpassen, dass du dir hier eine Taktik zurechtlegst, dass du relativ schnell eigentlich die Gegner eliminierst, beziehungsweise dich hier auch immer in der Nähe der Zielperson befindest, ja. Hier hat es jetzt geklappt, also da musst du wirklich ein bisschen aufpassen. Er kriegt natürlich hier, ja, der Mönch kriegt da relativ schnell auch mal einen drüber gezogen. Dann ist hier sofort das ganze Spiel beendet. Du kannst das Ganze sofort oder musst das Ganze sofort normal machen. Da musst du ein bisschen aufpassen, dann gibt es ein längeres Gespräch. Dann gehst du hier eigentlich nur 5, 6 Meter geradeaus. Und dann hier hinter befindet sich auch schon die Rüstung. Dann dachte ich, okay, das Ganze ist erledigt, alles wunderbar. Hat alles gut geklappt. Jetzt kommt aber nochmal eine größere Gegneransammlung. Und da eigentlich genau das gleiche Spiel. Ja, hier hast du jetzt schon Tadayoris Rüstung. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Du kannst dann direkt mit der Rüstung spielen. Ja, von dem Bogenschützen. Hier siehst du die ganzen Pfeile, wo ich mich jetzt hinbewegt habe. Und jetzt kommen hier relativ viele Gegner, wo ich dir eigentlich empfehlen würde, wenn du hier ein guter Schütze bist, dass du natürlich hier maximal viel mit dem Bogen arbeitest. Du siehst am Anfang, ich hatte ein sehr, sehr miesen Start, so würde ich es mal ausdrücken. Die ersten beiden habe ich jetzt aber erledigt. Jetzt kommen wirklich relativ viele Gegner. Hier habe ich jetzt nochmal mit dem Bogen geguckt. Ich habe bis dato noch nicht so viel mit dem Bogen gespielt. Das war jetzt in Ordnung. Der hier auch. Du siehst, also es kommen wirklich relativ viele Gegner. Und hier war es jetzt fast schon ein bisschen spät. Hier siehst du schon unten das Icon blinken, dass hier mein Kumpel hier wieder angegriffen wird. Da musst du also ein bisschen aufpassen. Die haben sich dann hier mehr oder weniger von links angeschlichen. Ich habe sie gar nicht gesehen. Sind mir dann so ein bisschen in den Rücken gefallen. Dadurch wurde es jetzt hier nochmal unnötig schwierig für mich. Jetzt muss ich hier in den Nahkampf gehen. War so ein bisschen von meinem Ziel mit dem Bogen dann abgelenkt. Also da musst du dann auch mal ein bisschen links aufpassen. Er steht hier die ganze Zeit. Jetzt sind hier noch weitere Bogenschützen. Ab da wird es aber, glaube ich, dann wieder relativ einfach, weil keine Gegner mehr von der Seite kommen. Also konzentriere dich hier mal auf 12 Uhr. Guck auch mal immer ein bisschen nach links, wo dann die Gegner sind. Es kommen immer noch mehr. So müsste das Ganze dann eigentlich laufen. Also wirklich immer aus sicherer Entfernung. Man sollte sich auch mal einen Meter bewegen, nicht so wie ich. Na, jetzt kommt hier nochmal der nächste Gegner mit dem Schild. Den habe ich auch nicht gut erwischt. So, hier kannst du natürlich dann auch immer die Kampfhaltung wechseln, dass du hier dann den Gegner mit Schilden einfach relativ gut agieren kannst. Je nachdem, wie weit du dann schon bist im Game, wirst du das Ganze wahrscheinlich hier wesentlich besser umsetzen als ich. Ich habe mich hier nicht ganz so gut angestellt. Und dann ist das ganze Thema erledigt. Dann
folgt hier sofort nochmal ein kleines Gespräch halt. Du weißt dann direkt, wenn hier dieser kleine Fight mit den Gegnern beendet ist. Und dann wird dir auch letztendlich ja, der Abschluss der Geschichte gleich angezeigt. Die Rüstung hast du ja schon an, die Belohnung hast du schon bekommen. So, und jetzt ist eigentlich hier alles gut. Und hier siehst du jetzt dann nochmal die Legende von Tadayori abgeschlossen. Ja, so läuft das Ganze. Das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video weiterhelfen. Das Ganze hat dir gefallen. Würde mich natürlich tierisch über ein Like und über ein Kanal-Abo freuen, wenn du mich hier unterstützen möchtest. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss.